Ich zeige euch heute 5 Tipps beim neuen Ford Fiesta Modelljahr 2022, die viele von euch noch nicht kennen. Tipp Nummer 1: Wir koppeln unser Mobiltelefon mit dem neuen Ford Fiesta. Wie machen wir das? Wir gehen auf Gerät koppeln. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach Ford Fiesta und wählen Sie Ford Fiesta, wenn Sie es gefunden haben. Dann gehen wir am Handy unter unsere Bluetooth-Einstellungen ein, finden dort den Ford Fiesta. Vergewissern Sie sich, dass die InSync 2,5 angezeigte PIN mit der PIN auf Ihrem Gerät übereinstimmt. Gleichen dann den Code ab. Wenn der stimmt, gehen wir auf Koppeln. Achten Sie zu Ihrer Sicherheit auf sich ändernde Straßenverhältnisse während der Fahrt. Und unser Telefon ist schon mit unserem Auto verbunden. Und so wie wir in das Auto einsteigen und Bluetooth am Handy aktiviert haben, ist das Handy verbunden. Was ist aber jetzt, wenn mein Handy schon verbunden ist und ich ein zweites Handy dazu koppeln will? Zum Beispiel der Sohn fährt mit dem Auto zusätzlich oder die Frau fährt. Ich gehe einfach auf Telefon, gehe auf Gerät wechseln und durch Bluetooth-Gerät koppeln und suche im Prinzip wie schon vorher nach dem Handy. Da haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder den Ford Fiesta gefunden. Wir klicken wie vorher auch drauf. Vergewissern Sie sich, dass die InSync 2,5 angezeigte PIN mit der PIN auf Ihrem Gerät übereinstimmt. Gleichen den Code ab und koppeln das Handy. Achten Sie zu Ihrer Sicherheit auf sich ändernde Straßenverhältnisse während der Fahrt. Somit habe ich jetzt 2 Handys gekoppelt und kann selbstständig auswählen, mit was für einem Handy das Auto kommunizieren soll. Tipp Nummer 2: Nach einem erfolgreichen Koppeln mit dem Handy im Auto habe ich die Möglichkeit, mit der Sprachsteuerungstaste über das Applikationssystem Siri oder Hallo Google den Kontakt aus meinem Telefonbuch anzurufen, ohne das Handy zu nehmen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Wir bleiben länger auf der Sprachsteuerungstaste oben. HT1 mobil anrufen. Ich rufe HT1 mobil an. Ja, es funktioniert sehr gut. Ohne dass wir abgelenkt sind vom Verkehr, können wir unseren Kontakt anrufen und telefonieren. Tipp Nummer 3: Jeder kennt es, man hat einen Reifenschaden und man kann sich aber auch selber Abhilfe schaffen. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Im Kofferraum hinten drinnen, unter der Kofferraummatte, haben wir einen Kompressor und einen Reifenfüllschaum. Mit diesen 2 Sachen kann ich den Reifen relativ schnell wieder flicken. Eine Bedienungsanleitung ist am Kompressor drauf und von der Geschwindigkeit her kann ich bis zu 80 km/h in die nächste Werkstatt fahren. Und einen Geheimtipp habe ich auch noch, falls sich einmal der Sprit ausgeht, was eigentlich nicht passieren sollte, und ihr habt einen Kanister mit, könnt ihr mit diesem kleinen Trichter den Tank wieder auffüllen. Sollte auch das nicht mehr helfen und ihr müsst abgeschleppt werden, ist ein Abschlepphaken auch unten dabei. Den bringen wir vorne an der Stoßstange an. Wo zeige ich euch? Wir geben die Kappen außer und drehen diesen Abschlepphaken hier hinein. Wenn wir unser Sync-Display drinnen haben, können wir ohne weiteres mit einem Apple- oder Android-Gerät das Handy einspülen und somit das Ganze auch als Navigationssystem verwenden. Was braucht man dazu? Unser USB-Kabel und unser Smartphone. Das USB-Kabel stecke ich ein, verbinde es mit dem Handy, dann kommt unsere Meldung, ob wir Apple CarPlay verwenden wollen, drücken auf Weiter, akzeptieren den Datenschutz und die Nutzungsbedingungen und zack, ploppt uns schon das Handy im Autodisplay auf. Was wir da alles einstellen können, Telefon haben wir drauf, Musik haben wir da, Nachrichten haben wir, Podcasts und das Navigationssystem. Das heißt, wir haben da Google Maps, wo wir eigentlich genauso wie am Handy alles eingeben können. In dem Fall suchen wir jetzt den Ford Tanner. Und auf Los geht's los. Route wird gestartet. Ziel
sofort danach. Ich hoffe, die 5 Tipps waren hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr am neuesten Stand bleiben wollt, abonniert unseren YouTube-Kanal.